Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch wieder. Willkommen zurück zu Herr der Ringe. Wir sind in Feldheim, wie ihr wisst. Wir haben ja gestern noch ein paar Aufgaben abgeschlossen und angenommen, aber für uns heißt es jetzt erstmal alte Litbären besiegen und den Elfgefolgschaften helfen. Dementsprechend reiten wir jetzt einfach mal ein bisschen Slalom und rüber in den Wald. Und dann gucken wir einfach mal, was sich dann ergeben wird. Ich hasse Kriegsmount. Das steuert sich ungefähr wie ein LKW oder wie ein Panzer. Macht die Sachen nur nicht so schön platt. Ja, wir waren hier ja bereits einmal. Und wer weiß, vielleicht läuft uns ja die Bedrohung heute nochmal über den Weg. Die würde ich gerne nochmal umhauen, beziehungsweise nochmal auf das Püppelchen geben. Ah, hier hätten wir auf jeden Fall schon mal unseren Opferstein, wo wir das Fleisch bereitlegen müssen. Ihr habt könnt sehen, ich bin einmal wieder komplett durchgebufft, da ich in dieser Folge damit rechne, dass wir wieder einige Kampfaufgaben haben. Na, wo ist er denn? Da oben kommt er ja. Das süße Kleine. Die süßen kleinen Nähen. Da sind ja zwei. Also, nee, sorry, das geht so nicht. Nur einer ist erlaubt. Trick 17, wir füttern nochmal an. Ach, das ist ja langweilig, die kommen ja automatisch auf mich zu. Puh. Blitzsturm. Und in natürlich dem Moment läuft hier unsere Kampfgruppe durch. Ist ja wieder typisch. Funktioniert vielleicht Trick 17? Gucken wir einfach mal. Edmi, dein Aufgabenbereich, sag doch mal guten Tag. Dann kriegt nämlich die Dicke den Windsturm verpasst. Das dürfte dann ausreichen, um den Kleen ein bisschen weh zu tun. Mein ganzes Repertoire nutzend und sie ist wieder am Boden. Wie gesagt, neuer Tag, neues Glück und wir haben es diesmal sogar überlebt. Wir haben drin Ost-Emnet-Kerzen, also die nehme ich doch gerne mit. Und wir haben Zeichen drin gehabt. 3 Medaillons und 35 Zeichen. Also das ist eine Ausbeute, damit lässt sich's leben. Jetzt haben wir hier oben noch eins, nämlich die Elfgefolgschaft helfen. Damit müsste der Ring gemeint sein. Also gucken wir doch mal nach. Und wir haben hier jemanden sitzen. Einen Kundschafter. Was führt euch in diese Lande? Okay, von den anderen, von der anderen Rasse. Findet gute Stellen im Wald, um Hörner der Rohirrim erklingen zu lassen. Das sollten wir auch hinkriegen. Gucken wir mal. Vor allem, die Sachen sind ja alle sowas von gekennzeichnet hier. Oh, da kommt ein süßer Lindbär. Und wir haben eine neue Aufgabe. Besiegt beunruhigte Lindbären. Müssen wir 4 Stück von besiegen? Das kriegen wir wohl hin. Vor allem, da wir ja wissen, dass der ganze Wald mehr oder weniger davon überrannt ist. Aber das ist an der Hinsicht auch schon wieder schön. Hier haben wir, beziehungsweise die Lindbären führen hier mit in... Ach Moment, das ist eine separate. Bezwingt uralte böse Mächte in Ost-Emnet. Das ist nicht so einfach. Aber die Lichtung hier oben sieht jetzt auch schon wieder so aus, als ob hier irgendwas Besonderes wäre. Oh.
Na komm, dann machen wir es wenigstens gleich richtig. 3 Lidbeeren auf einmal. Edmi, lass was von dem Viech übrig, bis alle anderen da sind. Und dann gibt es einmal unseren beliebten Blitzsturm. Und so haben wir auch die Lidbeeren besiegt. Vor allem war ja relativ einfach, wir brauchten nur 4 Stück. Und zum Schluss noch das letzte Plätzchen für das Hörnchen. Auf einer schönen, üppigen Blumenwiese. Und dann pusten wir mal rein. Und selbstredend haben wir hier natürlich noch einmal Aggro. Jo, das war's. Auch dieser Lidbeer liegt am Boden und hat jetzt nunmehr keine Sorgen. Na, der war nicht gut. Meine Reimsprüche muss ich echt nochmal ein bisschen überarbeiten. Werdet ihr den Pferdeherren beistehen? Babababab, harmonische. Okay, können wir auch abschließen. Unser Erfolg hängt von unserer Stärke. Sucht und betretet den Bau der Lidbeeren. Aber vorher. Was haben wir denn da? Ach, die Rache für Ethenglanz. Okay. Muss nicht normal sein. Oh, der Bau ist relativ weit hinten. Dann gucken wir doch mal, dass wir da schnellstmöglich reinkommen. Ah, wisst ihr was? Wir sind hier gerade dabei, wir brauchen die Viecher. Ich würde sagen, Edmi, pull mal zusammen. Also, dass Edmi hier 2 Wunden und eine Rüstungsspaltung hat, das geht so gar nicht. Aber dass wir jetzt wieder den Lidbeeren einen mit dem Blitzsturm über den Pelz zimmern, das ist wohl okay. Ah, ihr habt das Tal der Lidbeeren entdeckt. Die haben sogar ein eigenes Tal, ich bin ja begeistert. Und wie ihr unten am EP-Balken sehen könnt, ich gehe davon aus, dass wir heute in aller Ruhe 81 werden. Ja, ja, dieses hohe Alter. Und damit sind wir von Hütbold noch 3 Level entfernt. Und dann geht's hier los. Dann haben wir hier jeden Tag Dailies zu machen. Und die muss ich machen, da wir damit Hütbold wieder aufbauen werden. Aber zu Hütbold werde ich dann bei passender Gelegenheit noch mehr erzählen. Und da sind wir am Bau der Lidbeeren. Ja, nee. Sieht hier schon mal ziemlich gespenstisch aus. Findet den Bau der Lidbeeren. Haben wir gemacht. Überdurchschnittlich klug. Besiegt Beängstigte und Schwerfällige. Na gut, die brauchen wir. 74. Ah, Meister Petz will von oben leider nicht runterkommen. Egal.
Besiegt Ledbären Muttertiere. Das heißt, wir müssen hier drin auch noch drei andere suchen. Das sollte kein Problem sein. Wir folgen einfach mal so ein bisschen den Höhlen. Und wie gesagt, ich nehme die Jungs hier gerade gerne mit. Die brauchen wir fürs BDT. Und diese Drauger und Swifthunde, die sind nicht allzu häufig, wenn ich mich recht erinnere. Und die Litbären haben wir auch, soweit ich weiß, nur hier. Und da kommen wir aber auf jeden Fall wieder zu einer Klamotte, wo ich sage, da bin ich jetzt froh, dass ich mal keine Sneaky-Klasse bin, sprich nicht mehr meinem Schurken hier durch bin, weil ich würde hier wahrscheinlich einfach nur durchschleichen. Aber es sieht hier schon ziemlich stylisch aus. Die können einen betäuben. Interessant. Beziehungsweise arme Edmi. Hier, wir machen aber hier mal wieder gekonnten Hausputz. 4 auf einen Schlag. Und Edmi nehmen wir erstmal die ganzen Wunden. Na, auch nicht schlecht. Dann kriegt sie natürlich wieder ihr Futter. Wir haben noch Buffood. Ach, wir sind hier so ein bisschen im Kreis gelaufen, sehe ich gerade. Aber ich muss zugeben, das sieht hier schon ziemlich stylisch aus. Mit dem ganzen Gewölle und dem ganzen Nebel hier drin. Und vor allem, wir kriegen hier gerade richtig viel Rittermarkfell. Da haben wir ein Muttertier. Gesucht, entdeckt, gefunden. Also 20.000 Leben, das ist schon eine Frechheit. Brüll du mal in die Richtung, ich stehe hinter dir. Ihr kennt ja den altgesandten Trick. Einfach durchlaufen. Ah, so. Wir können gar nicht an alle Muttertiere ran. So ist das. Wir schicken Edmi mal eben kurz weg, springen hier runter, denn da oben sind wir fertig. Wir sind jetzt sozusagen einmal durch die Höhle gelaufen. Einmal hier. Das heißt, wir müssen noch einmal in die andere Richtung. Gucken wir mal, ob wir da durchkommen oder ob der Weg blockiert war. Nee, tatsächlich, der Weg ist frei. Oder bin ich jetzt in einem Bereich, wo ich nichts zu suchen habe? Ja, ich bin in einem Bereich, wo ich nichts zu suchen habe. Ich glaube, hier hätte ich gar nicht hingedurft, beziehungsweise hingekonnt. Ich glaube, der Durchgang ist regulär versperrt. Ihr kommt nicht vorbei. Denn der Weg wird von den Toten gehalten. Nee, denn der Weg wurde von den Toten erbaut und die Toten halten ihn. So rum war der Spruch. Wo wir wieder bei dem Thema sind, der Pfad der Toten, da kommen wir ja auch noch demnächst hin. Wobei demnächst ist auch wieder gut gesagt, wir sind jetzt gerade 80, der Pfad der Toten ist 90 oder 100. Das wird ein Spaß werden, kann ich euch sagen. Hier oben ist der Pfad. Und ansonsten ist diese Art der Höhle leer. Aber das ist egal. Die zweite Materialchen ist auch besiegt. Okay, hier kommen wir nicht durch. Ist wieder eine Sackgasse. Aber wir haben hier unten wieder Freifahrt.
Deswegen gucken wir doch mal. Ich könnte natürlich hier einfach auf den Respawn warten, aber wir erkunden hier in aller Ruhe die ganze Höhle. Und können auch noch eine Aufgabe abschließen. Überdurchschnittlich klug. Ist wieder Zeit für einen Auftritt von Edmi. Wie gesagt, wir poolen hier so viel wie möglich an den Liedbären zusammen, denn wir können sie alle gebrauchen. Ah, der Zauber ging ein bisschen zu kurz für meinen Geschmack. Aber der Blitzsturm wird hoffentlich wieder regeln. Und somit haben wir auch wieder die dritte Materialchen erledigt. Und wir können aus dieser eigentlich stimmigen Höhle wieder verschwinden. Es sei denn natürlich, Edmi geht noch eine Runde mit einem der schwerfälligen Bären spielen. Ihr wisst ja, was hier Programm ist, auch wenn meine ganzen Flächenschäden gerade nicht wirklich frei sind. Ich bin mir nicht zu fein dafür, zumindest die einfache Variante heute abzuschließen. Mittelschwer. Wir haben noch genug Kämpfe gegen Untote, glaubt mir. Da waren es noch 5, jetzt sind es noch 4. Wir gucken uns mal das auf der Karte an. Wie ihr sehen könnt, schön ins Gebirge getragen. Ich wollte schon sagen, getreten. Ja, wobei, könnte auch ausgetreten sein bei den großen Pranken. Immer schön weiter voran. Uns schön durchkämpfen. Wir könnten durchreiten, aber wie gesagt, ich möchte das Normale abschließen, damit ich mittelschwer frei habe. Blitzsturm ist auch wieder fertig. Jetzt pullen wir uns wieder ein paar Liedbären zusammen. Sofern Edmi Lust dazu hat, diese einzeln anzugreifen. Da waren es 2. Hier vorne ist Nummer 3. Und Blitzsturm. Bezwinger uralter böser Macht in Ostemnet abgeschlossen. Neue Tat, Bezwinger uralter böser Macht in Ostemnet mittelschwer. Warum? Wir kriegen wieder 5 Punkte und wir haben eine weitere Tat freigeschaltet. Und jetzt geht's richtig los, jetzt brauchen wir 200. Ach sieh da, unsere Kampfgruppe ist auch wieder am Start. Nur zu schade, dass wir die schon gemacht haben und es uns heute nichts mehr bringen würde. Sondern erst wieder so in gefühlten 20 Minuten. Ah, wie ihr sehen könnt, wir sind hier auch gerade fertig komplett und wir können zurückreiten nach Feldheim. Die Quest werde ich übrigens auch zu Feldheim zählen. Davon mal ab. An den regulären Schwarzbären reite ich einfach mal vorbei. Die bringen mir nichts. Außer natürlich normale Bezwingertaten für die Kreaturen. Aber da kann ich auch vage farmen gehen,
oder anderweitige. Moment, war das gerade... Ah, nur das Normale. Ich hatte schon gerade gedacht, wie, sie haben wieder Silber eingeführt? Aber das haben wir hier leider nicht. So, wieder an Sarkas Hof angekommen, geht's wieder rein. Und dann wollen wir mal gucken, was er für uns in der Aufgabe hat. Unsere Aufgabe drängt. Sprecht mit Nordwulf in Feldheim. Ich würde sagen, wir haben heute wieder einiges geschafft. Und wir sind ganz kurz vor 81. Oh, hier haben wir noch eine Quest. Ich wette, die habe ich übersehen. Ich hasse Zorn. Ach, da. Die Rohirrim benötigen eure Hilfe. Ah, sieh da. Wir müssen nochmal Bären sammeln. Wie viele? Wir haben 10 Minuten Zeit. Gut. Hätte wir sowieso nicht gekriegt. Beziehungsweise doch hätten wir gekriegt. Weil wir waren ja lang genug da unten an Tieren. Ich reite nochmal zur Lichtung. Da haben wir ja 3, 4, 5 Bären auf einem Haufen. Mein Blitzsturm ist fertig. Also warum machen wir die Quest nicht nochmal eben? Na, du bist rübergekommen. Du sitzt jetzt nicht zurück, weil du hängen geblieben bist. Das hier oben sieht aus wie ein Orklager. Ich hoffe, dass wir da noch nicht rein müssen. Da oben ist die Lichtung. Sind wir fast da? Komm näher, komm näher. Bitte, 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 bitte. Ah, jetzt hat sich der Reiter festgesetzt. Und tschüss. Sind wir die Nervensäge auch schon mal los. Gut, wir haben hier wieder Respawn. Ihr kennt das Spielchen, Edmi geht vor. Und ich pull die restlichen Bären mit meinem Feuerzauber. Beziehungsweise mit meinem verbesserten Magiefeuer. Ah, das war jetzt schlecht gezaubert. Da habe ich den Zauber im wahrsten Sinne des Wortes verschenkt. Ah, ihr seht, wir haben zwar die 5 Fälle, aber die Zeit läuft weiter. Das heißt, wir hätten die Quest gar nicht separat und gerade mitmachen können, weil wir waren definitiv länger als 10 Minuten in der Höhle der Matriarchen. Jetzt aber erstmal wieder zurück zu zurück zu die Nordhofen, nicht klar. Jetzt erstmal wieder zurück nach Feldheim. Aber es überrascht mich, wie weit einem die Reiterei hier verfolgt. Ich dachte eigentlich, ich hätte ihn gerade eben abgeritten, aber nö, Pustekuchen, ist nicht. Und ihr könnt auch sehen, wir sind jetzt locker schon 2 Minuten allein mit dem Hin- und Herreiten beschäftigt. Also da steckt doch schon so ein bisschen... Zeitdruck hinter. Ohne Kampfmount keine Chance. Wie weit er uns gefolgt ist.
Na, weg ist die Nervensäge. So, dann geben wir jetzt auch mal eben schnell noch die Felle ab. Werdet ihr den Pferdeherren beistehen? Damit hätten wir die wertvollen Güter. Und wir sind 81. Und wir können uns Abenteurer der Nordhofen nennen. Und kriegen wieder 5 Punkte. Jetzt ist die Frage, warum können wir uns Abenteurer der Nordhofen gönnen? Wir haben in den Nordhofen 60 Aufgaben innerhalb von 3 Tagen abgeschlossen. Das ist ein gutes Ergebnis, finde ich. Was haben wir denn jetzt noch so hier? Die Höfe von Est Emnet. Die Verteidigungsanlagen von Ostrohan. Der Wachturm von Westwaldmeister? Der steht hier. Der Verteidigungsturm. Da waren wir noch nicht. Da haben wir auch noch Quests übrig. Aber ich lasse mich überraschen, dass wir da hingeleitet werden. Mit meinem Waffenmeister bin ich da per Zufall drüber gestolpert, über die Aufgabenbereiche. Da konnte ich auch schon annehmen. Aber ich glaube, da habe ich zuvor gegriffen. Aber jetzt sprechen wir hier erst einmal mit Nothulf von den 11 Gefolgschaften. Werdet ihr den Pferdeherren beistehen? Wir kriegen wieder ein leichtes Halfter, eine EP-Rune, ein bisschen legendäre EP, Ruf und Silbermünzen. Und wir haben der 11 Gefolgschaft geholfen. Vielen Dank für eure Hilfe. Helft Ozzy von der 11 Gefolgschaft bei seiner Angelegenheit. Wo finden wir ihn jetzt? Am Alternativ, ich vermute mal irgendwo draußen. Könnte derjenige sein, der hier seinen Ring über den Kopf direkt vom Eingang hat. Unser Erfolg hängt von unserer Stärke ab. Anzahl zu helfenden Bauern in Feldheim. Zum Gruße. Ja, kriegen wir auch hin. Und wir sind nur noch 3 Level von Hütbold entfernt. Wobei, die Level werden sich jetzt wahrscheinlich erstmal so ein bisschen ziehen wie Kaugummi. Wir haben beim Okay, wir gucken erstmal beim Pferdemeister. Was können wir für dich Gutes tun? Die Rohirrim benötigen eure Hilfe. Sammelt robuste Bretter von einem Holzstapel? Ui, eine atemberaubende Aufgabe. Ah, wir müssen die Fenster verbarrikadieren. Mit Holzklötzen. Ja, okay. Ah, ich sehe jetzt gerade, wir haben jetzt die Aufgabe, die ganzen Bauernhäuser zu verrammeln und verbarrikadieren. Ah, gucken wir uns doch mal hier auf den Höfen um. Wie ihr sehen könnt, ist das ein ganz schöner Stapel, den wir hier machen können. Das ist schon wieder so eine lustige Aufgabe. Von wegen, ja, könntet ihr mal die Fenster verbarrikadieren? Ich habe Angst, dass da was durchkommt. Gut, machen wir. Ist eine lustige Aufgabe. Was möchte er? Rohirrim benötigen eure Hilfe. Wir müssen für ihn ausgeliehene Werkzeuge zurückbringen. Ein Hammer, Heugabel, Laterne und einen Jagdbogen. Ja, das kriegen wir wohl auch hin. Aber erstmal verbarrikadieren wir weiter, beziehungsweise nehmen die restlichen Aufgaben hier an. Und wie ihr sehen könnt, in die Häuser rein können wir nicht. Zumindest nicht in alle. Er verbarrikadiert gerade schon selbst. Gut, es ist verbarrikadiert. Weiter geht's. Was können wir denn für die holde Maid tun? Werdet ihr den Besiegt den Ork-Rohling Gatt. Na, können wir machen.
Aber erstmal verbarrikadieren wir hier richtig fleißig das Haus, denn hier haben wir richtig viele Fenster. Ein Fenster verbleibt. Wo können wir das finden? Aber wir haben, glaube ich, auch noch eine Aufgabe nicht angenommen. Und die sieht hier unten. Beziehungsweise diese sind hier unten. Ach, wie ihr sehen könnt, wir haben hier mehr als genug Fenster, die verbarrikadiert werden können. Befreiung der Rösser als letzte Aufgabe. Spürt die gestohlenen Pferde im Pferch der Orks auf. Ich vermute mal, wir werden als nächstes einen Angriff auf eines der Orklager machen. Ja, hier unten haben wir das Orklager. Hier oben ist der, wahrscheinlich der, sagt eben schnell, der Ork, den wir schlagen müssen, besiegt Gatz. Oder Gard. Aber erstmal bringen wir die Aufgabe zurück mit den verbarrikadierten Fenstern. Haben wir schon mal eine weniger für morgen. Was führt euch in diese Lande? Verbarrikadierte Heime. Okay. Aber ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Wir haben Einbauern geholfen, wir haben die Matriarchen der Limkasbären erledigt. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Kommentar, Abonnement, würde ich mich drüber freuen. Und natürlich das Allerwichtigste, bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Und wir machen morgen hier in Feldheim weiter mit den restlichen Bauernaufgaben. Bis morgen. Tschüss.